Deutschland. Das alles sind wir. Das gibt es nirgendwo anders. Nur hier, nur hier. Deutsch. Deutsch. Ich bin Christopher Clark, Australier, Professor für Geschichte. Die Deutschen und ihr Land will ich erforschen, ihre große Saga durch die Jahrtausende erzählen. Erst einmal will ich wissen, wie alles angefangen hat. Wie ist dieses schöne Land entstanden? Und wo findet man die Ursprünge der Deutschen? Willkommen auf meiner Reise durch Ihr Land und seine Geschichte, das Land der Deutschen. Was mich vor allem an Deutschland erstaunt, ist die Vielfalt dieses Landes. Naja, es hat ja auch eine bewegte Vergangenheit und die begann in der Antarktis. Das Stück Erdkruste, auf dem Deutschland liegt, begab sich auf Wanderschaft und bildete vor hunderten Millionen Jahren mit anderen Landmassen ständig neue Formen. Und als sich so die Erdplatten formierten, hat es hier ganz schön gepufft und geknallt. Vulkane explodierten, Gebirge bildeten sich, riesige Wassermassen kamen. Und in diesem friedlichen Tal, auf der Schwäbischen Alb, das weit unter dem Meeresspiegel lag, sagten sich Hai und Rochen gute Nacht. Ja, Deutschland hat natürlich genauso klein angefangen wie wir alle. Aber Deutschland unter Wasser hat schon eine Besonderheit. Es ist hier ähnlich warm wie heute in der Südsee. Dann türmen sich die ersten Gebirge auf. Deutschland wird zum Jurassic Park mit Flugechsen und Dinos. Sie fühlen sich hier zu Hause, bis ein Meteoriteneinschlag sie auslöscht. Die Eiszeit kommt und Deutschland sieht jetzt aus wie Sibirien. Wirklich besiedelt wird das Land 35.000 Jahre vor Christi Geburt. In dieser Zeit kommt der Homo sapiens, wahrscheinlich aus Südafrika. Über die Levante und den Balkan folgt er den großen Tierhirten und besiedelt dann Europa. Diese ersten Urdeutschen, nennen wir sie mal so, sind erschöpft, denn sie haben eine weite Reise hinter sich. Und lange dauerte die Reise auch. Deutschland wird in der Geschwindigkeit von 5 Kilometern pro Generation besiedelt. Zuerst kommen die Homo sapiens-Wanderer in Süddeutschland an. Ja, die Urdeutschen waren Schwaben. Schaffe, schaffe, Häuslebauer hieß damals in der Eiszeit eine Höhle suchen. In eisigen Zeiten wollte der Homo sapiens ein Dach über dem Kopf. Sein Namen, der übersetzt wissender Mensch bedeutet, machte er alle Ehre. Die ältesten Spuren des Feuermachens in Europa wurden in der Höhlenwelt der Schwäbischen Alb gefunden. Schon die ersten Deutschen liebten es warm und gemütlich. Aber einfach war dieses Leben nicht. Sie mussten schon ehrgeizig sein, wenn sie draußen überleben wollten. Und mit solchen Instrumenten gingen sie zu Werke. Ein Faustkeil, ein frühes Messer aus Stein, sehr scharf. Und hier ein Pfriem, eine frühe Nadel aus Knochen oder Horn. Ob sie schon Charakterzüge hatten, wie man sie den Deutschen heute nachsagt? Ordnungsliebe, Disziplin, Pünktlichkeit? Wer weiß. Aber diese Urahnen hatten schon gut damit zu tun, ihr Leben zu organisieren. Not macht erfinderisch, heißt es in einem deutschen Sprichwort. Das trifft auf den Homo sapiens der Eiszeit auf jeden Fall zu. Für die damalige Zeit sind seine Instrumente ultramodern. Und er treibt sogar schon Tauschhandel damit. Solche Werkzeuge aus dem Ländle hat man auch in Frankreich gefunden. Auch kulinarisch sind die Homo sapiens Menschen schon auf der Höhe. Sie finden heraus, dass Fisch oder ein leckeres Mammutsteak in einem Mantel aus feuchten Blättern perfekt zubereitet werden kann. Vielleicht ein Vorläufer der leckeren deutschen Kohlroulade.
Tüftler und Erfinder gab es hier schon vor 35.000 Jahren auf der Schwäbischen Alb in Süddeutschland, wo auch heute noch die Cleverles zu Hause sind. Alles Mögliche, was das Leben oder besser das Überleben leichter machte, haben die Menschen der Cro-Magnon-Zeit erfunden. Und nützliche Dinge wie Klebstoff aus Birkenrinde. Richtige Thinktanks gab es in dieser Gegend. Mit dem steinzeitharten Dauerkleber, den sie unter Hitze herstellen, reparieren die frühen Cleverles zum Beispiel ihre Speere, die sie täglich für die Jagd brauchen. Ihr Ideenreichtum richtet sich wohl noch voll auf praktische Dinge. Oder etwa nicht? Gab es unter den Menschen, die hier, wenn man so will, als Vorfahren der Deutschen lebten, auch schon Dichter und Denker? Ließen die Strapazen des Überlebens denn überhaupt noch Zeit und Muße für so etwas wie Kunst und Philosophie? In solchen Höhlen hat alles angefangen. Die ersten Bewohner dieses Landes wohnten hier, aber hier war auch ihr Maleratelier und ihr Musikzimmer. Bisschen unheimlich hier so ganz allein. Tatsächlich beginnt sich jetzt auch die geistige Welt der frühen Deutschen zu formen. Die Tiefen der Höhlen sind für sie besondere Orte, Kathedralen der Urzeit, in denen man die Reiche des Übernatürlichen vermutet. Sie scheinen zu ahnen, dass es etwas Höheres gibt, verehren die Natur und spüren vielleicht eine Einheit mit ihr. Das könnten erste Ansätze einer Art Religion gewesen sein. Aus einem Mammutzahn schnitzten die Höhlenbewohner ein Wesen zwischen Mensch und Tier, den Löwenmenschen. Sein Kopf stammt aus dem Tierreich, der Körper aber hat menschliche Merkmale. Diese kunstvoll aus Mammutelfenbein geschnitzten Miniaturen gehören zu den ältesten Kunstwerken der Welt. Wie alt mögen die wohl sein? 2000 Jahre oder 4000 oder gar 10.000? Alles falsch. Auf sage und schreibe mindestens 35.000 Jahre wird ihr Alter geschätzt. Von den Cro-Magnon-Menschen, die damals auf der Schwäbischen Alb lebten, sind die ältesten bislang bekannten Skulpturen überliefert. Zum Beispiel die Venus von Hohlefels. Was für eine wunderbare, anmutige, aber auch mysteriöse Frauenfigur. Und hier ihr Gegenstück. Ein prähistorischer Phallus. Ging es hier um Sex oder Fortpflanzung oder um das Fortleben überhaupt? Wer in den Deutschen bis heute fortlebt, ist der Neandertaler, der 1856 entdeckt wurde und dessen Originalskelett heute im Landesmuseum Bonn zu sehen ist. Ein eigenartiges Skelett. Robuste Knochen, geringe Körperhöhe, mächtige Augenwülste. Keine direkte Vorstufe des modernen Menschen, sondern ein anderer Stammbaumast. Aber ein Stückchen Erbgut des Neandertalers tragen die Deutschen noch immer in sich. Schon vor dem Homo sapiens war er nämlich dort unterwegs, wo heute Deutschland liegt. Ja, und dann kam es zu ersten Kontakten zwischen Neandertalern und Homo sapiens. Vielleicht haben die Neandertaler Männer eine gewisse Anziehungskraft auf die Homo sapiens Frauen ausgeübt. Schwer zu verstehen, wenn man den Neandertaler so sieht. Aber Goethe hat gedichtet, Sonne kann nicht ohne Schein, Mensch nicht ohne Liebe sein. Und das galt eben auch für diese Liebe zwischen den Spezies. Die Grenzen wurden sozusagen romantisch überschritten. Und so hat sich der Neandertaler im Erbgut der Deutschen verewigt. Der Neandertaler starb dann aus. Man weiß bis heute nicht warum. Aber das erste Kind, das aus der Liebe zwischen einem Neandertaler Mann und einer Homo sapiens Frau entstand, ist gewissermaßen der Urahn aller Europäer und damit auch der Deutschen. Die Deutschen von damals sind noch nicht sesshaft, sondern Nomaden. Und ich ziehe auch weiter. Ich will wissen, wo und wann Menschen in diesem Land zum ersten Mal etwas fanden, das man Heimat nennen konnte.
In der Jungsteinzeit gibt es schon Siedlungen wie diese in Unteruldingen am Bodensee. Warum ist diese erste richtige Siedlung in Deutschland auf dem See gebaut worden? In jener Zeit war man dort vor Feinden besser geschützt und konnte den Handel mit Waren kontrollieren, die über das Wasser des Bodensees transportiert wurden. Jetzt wird Ackerbau betrieben und es wird geschmiedet. Es gibt Werkzeuge und Waffen aus Kupfer. Alles Fortschritte, die die Menschen hier Einwanderern aus dem Südosten Europas zu verdanken haben, mit denen sie sich vermischen und deren Ideen sie aufnehmen. 2000 Jahre später, um Christi Geburt herum, gewinnen Sippen, die nördlich der Alpen und rechts des Rheins zu Hause sind, immer mehr an Einfluss. Waren das vielleicht diejenigen, die man später unter dem Begriff Germanen zusammenfasste? Das hier soll der genaue Mittelpunkt Deutschlands sein. Ob die Germanen das irgendwie geahnt haben? Da drüben haben welche gesiedelt. Wer waren denn die Germanen eigentlich? Bei uns in der englischsprachigen Welt heißen sie, also die Deutschen, immer The Germans. Aber wer hat ihnen diesen Namen gegeben? Ein Römer natürlich. In einer weltberühmten Beschreibung der Stämme Nordeuropas prägte der römische Senator und Historiker Tacitus das Bild von den Einwohnern Germanias für alle Zeiten. All die vielfältigen Stämme, die nördlich der Alpen unterwegs waren, fasste er unter Germanen zusammen. Um den Römern ihre eigene Dekadenz vorzuhalten, schuf er ein Idealbild der Germanen als ein freiheitsliebendes, kämpferisches und naturnahes Menschengeschlecht. Aber sie waren auch aggressiv und brutal. Sie waren roh und ungebildet in Sitte und Religion. Barbaren also. Und den Literaten aus der Weltstadt Rom, der fließend Warm- und Kaltwasser gewöhnt war, mögen die Germanen ziemlich ungewaschen und zottelig vorgekommen sein. Das Römische Reich ist in jener Zeit die antike Supermacht. Und in der Hauptstadt Rom regiert der Luxus. Den meisten Bürgern der ewigen Stadt mangelt es an nichts. Über das barbarische Germanien machen sie höchstens Witze. Die meisten Menschen dort führen ein karges Leben. Schlimmer, als der Römer Tacitus das wahrhaben will. Es ist kalt in Germanien und der Boden gibt nicht viel her. Viele sind unterernährt, haben Gelenkerkrankungen, Zahn- und Wandscheibenschäden. Durch die Nähe zum Vieh kommt es zu Infektionen, Geburten enden oft tödlich. Übrigens, Tacitus war vermutlich nie in Germanien gewesen. Durch Berichte von Reisenden und Soldaten trug er alle Fakten zusammen und aus Caesars Schriften über den Gallischen Krieg. Germanien, das waren für die Römer vor allem dichte, düstere Urwälder. So etwas kannten sie nicht. Die römischen Reisenden und Militärgesandten, die in dieses unheimliche Land vordrangen, fürchteten sich und rechneten auf ihren Expeditionen mit dem Schlimmsten. Tacitus schreibt: Im Ganzen macht dieses Land mit seinen Wäldern einen schaurigen, mit seinen Sümpfen einen widerwärtigen Eindruck. Was man durchaus verstehen kann, sind die Beschwerden der römischen Reisenden über das Wetter im Land hinter dem Regenbogen. Tacitus bewunderte, wie abgehärtet die Germanen waren. Und irgendjemand muss ihm von dem merkwürdigen, aber vernünftigen Kleidungsstück mit Namen Hose berichtet haben, das es in Rom nicht gab. Die Reisenden staunten darüber, wie die Germanen in ihren Dörfern ohne Luxus auskamen. Sie waren außerdem beeindruckt von der Gastfreundschaft und Sittenstrenge dieser angeblichen Barbaren. Und Tacitus beschreibt die germanischen Frauen, die hier alles zusammenhalten. Sie schaffen die idealen Bedingungen für ihre tapferen und kriegslustigen Männer, die sich dafür in Treue üben. Kommt Ihnen bekannt vor? Naja,
Alles Begriffe, die später in Deutschland auch gern missbraucht wurden. Die Speisen sind laut Tacitus einfach. Wilde Baumfrüchte, frisches Wildbret oder einfacher Käse. Ohne besondere Zubereitung. So schreibt der römische Feinschmecker. Ohne Gaumenkitzel vertreiben sie ihren Hunger. Dem Durst gegenüber herrscht nicht dieselbe Mäßigung. Ja, Tacitus beschreibt die germanischen Männer als ziemliche Trunkenbolde, die sich nach Feierabend gern am Bier berauschen. Immerhin wissen wir durch ihn und seine Germania ziemlich viel darüber, wie die Vorfahren der Deutschen lebten. Aber wen beschreiben Tacitus und seine Informanten wirklich? Und was wollen sie damit? Der römischen Bunga-Bunga-Gesellschaft etwas als Vorbild entgegensetzen? Der falsche Eindruck, der nach Tacitus entstand, ist die Vorstellung, dass die Bewohner Germaniens alle ein Volk gewesen seien. So falsch diese Botschaft der Reinheit auch war, sie verselbstständigte sich seit der frühen Neuzeit zu einem Mythos vom rein gehaltenen Blut der Germanen. In der Rassendoktrin des 19. Jahrhunderts wurde die Theorie des reinen Blutes und der reinen Rasse zu einer gefährlichen Ideologie. Das Dritte Reich übertrug diese Gedanken in politische Praxis mit schrecklichen Konsequenzen. Indem man die Deutschen und auch schon ihre Ahnen alle über den blonden, blauäugigen Kamm scherte, verlor man die unglaubliche Vielfalt aus den Augen, die damals in Deutschland geherrscht hat. Auch die ganze heidnische Glaubenswelt der Germanen faszinierte die Nazis. An den Externsteinen zum Beispiel, einer Felsformation am Teutoburger Wald, errichteten sie eine Kultstätte zur Erinnerung an die angeblichen Ahnen. Dass hier wirklich ein germanisches Heiligtum war, konnte nie bewiesen werden. Übrigens staunte Tacitus nicht schlecht über die Religiosität der germanischen Stämme. Und was er erzählt, klingt so, als sei ihm beim Schreiben ein eiskalter Schauer über den Rücken gelaufen. So wie mir, wenn ich ihn zitiere. Zu einer festgesetzten Zeit, so schreibt er, kommen in einem heiligen Wald alle Völkerschaften desselben Blutes zusammen. Dann opfern sie im Namen der Gesamtheit einen Menschen und begehen die schauervolle Feierlichkeit eines barbarischen Gottesdienstes. Der Priester ruft auf Altgermanisch den Gott Wodan an. So hat das wohl geklungen. Oft werden zu Ehren der Götter Prinzessinnen eines Stammes geopfert. In einer langen, feierlichen Prozession bringt man im Morgengrauen den Leichnam ins Moor. Er durchstößt damit den Schleier, der die reale Welt von der Anderswelt trennt, und geht ein ins Reich der Götter, um sie gnädig zu stimmen. Ein Opfermoor. Hier sind Moorleichen gefunden worden. Stecken sicherlich auch noch welche drin. Geopfert wurden sie dieser Göttin. Ja, es handelt sich tatsächlich um eine Göttin. Nicht nur wer den Göttern geopfert wurde, konnte im Moor landen. So mancher Tote wurde einfach im Sumpf bestattet. Wie dieser Knabe, der an einer schlimmen Zahninfektion starb. Damals keine seltene Todesursache. Die schicke Frisur dieses enthaupteten Germanen vom Stamm der Schwaben hat sich im Moor knapp 2000 Jahre erhalten. Die Moorleichen. Grenzgänger zwischen der menschlichen und der göttlichen Welt. Die sauren, bakterienfeindlichen Moore haben die Leichen auf faszinierende Weise erhalten. Die religiösen Riten waren bei fast allen germanischen Stämmen die gleichen, aber ansonsten waren sie recht unterschiedlich und gerieten sich dauernd in die Haare. Das sind die Langobarden, die Langbärte, die an der unteren Elbe lebten und als besonders kampfeslustig galten. Ursprünglich gehörten sie zum großen Stamm der Sueben, dessen Männer stolz den Suebenknoten im Haar trugen. Vielleicht, um den Friseur zu sparen. Schließlich waren das die späteren Schwaben. Die Ubier, die am Rheinufer siedelten,
benahmen sich schon fast wie die Römer, mit denen sie paktierten. Das brachte ihnen den Hass der anderen Stämme ein, zum Beispiel der stolzen und erdverbundenen Katten, die als Urväter der heutigen Hessen gelten. Manchmal vereinigten sich Stämme, um in den Kampf gegen die Römer zu ziehen. Das wurde dann auf einem Ting besprochen, einer Vollversammlung dieser Stämme. Da kann man also von den bruchstückhaften Anfängen einer grundsätzlichen Demokratie sprechen. Tacitus beschreibt in seiner Germania den Ablauf eines Tings, wonach am ersten Tage, bei starkem Alkoholverbrauch, politische und militärische Fragen gemeinsam besprochen wurden. Erst am nächsten Tag, wenn alle wieder nüchtern waren, wurden die Beschlüsse gefasst. So wurde zuerst freimütig gesprochen und dann kühl entschieden. Alles drehte sich um Kampf und Kriegertum. Durch einen Treueeid banden sich wehrhafte Männer als Gefolgschaft an einen Anführer. Aber der musste erst gewählt werden. Hört her! Hört alle zu! Ich, nur ich, werde euch Wohlstand, Ruhm und Frieden bringen. Schweigt! Meine Familie ist genauso angesehen. Schaut euch an, ihr verratet die alten Sitten. Leibeigener der Römer! In Wotans Namen. Beendet den Streit. Nein! Wir wählen den Anführer. So will es der Brauch. Wohl an! Da! Ich werde diesen Bund zerquetschen. Niemals! In ihrem Denken waren die Germanen in mancher Hinsicht den modernen Menschen erstaunlich nah. Sie fühlten sich keineswegs den Göttern ausgeliefert. Jeder Einzelne konnte etwas für sein Schicksal tun. Das Wort Heil war der Kern dieses Denkens. Sie wussten, dass die Fähigkeiten unter den Menschen nicht gleich verteilt waren. Der eine hatte vielleicht mehr Waffenheil, der andere mehr Geldheil. Aber mit ehrenhaftem und klugen Verhalten konnte man das steuern. Ist das nicht das Gleiche wie das, was wir heute als Glück bezeichnen würden? Nicht ganz. Das Heil war an bestimmte Gegenstände gebunden. Siegfried war nur deshalb siegreich, weil er sein Schwert hatte. Und das so gewonnene Siegheil eines Führers übertrug sich dann auch gleich auf sein ganzes Heer. Das Heil Hitler und das Siegheil der begeisterten Massen zur Nazizeit war also eine Perversion des ursprünglichen Begriffs und brachte natürlich nichts als Unheil. Aber erstmal im Jahr 9 nach Christi Geburt kommt das Unheil für die Römer. Der Feldherr Varus zieht mit seinem Heer in den schlammigen deutschen Urwald und wird dort von einem wütenden Haufen rebellischer Germanen überfallen. Die stehen auch noch unter dem Befehl eines Feldherrn, der einst in den römischen Legionen seinen Dienst erfüllt hat, Arminius. Die Römer sind dem düsteren deutschen Wald mal wieder nicht gewachsen. Und schon gar nicht den Regengüssen, die auf sie niederprasseln. Um die 15.000 römische Legionäre werden von Arminius und seinen Germanen vernichtet. Und die Weltmacht Rom wird diese Schmacht niemals verwinden. Nicht erst im 19. Jahrhundert wird aus Arminius kurzerhand Hermann der Cherusker. Martin Luther hatte ihn so genannt und sah in ihm einen frühen Bruder im Kampf gegen das verhasste Rom. Das ist der eigentliche Anfang einer ebenso kitschigen wie gefährlichen Germanenverklärung. Die Römer errichten, noch unter dem Trauma ihrer Niederlage, den Limes, der sich über das Donaugebiet und am Rhein entlang quer durch Deutschland zieht. Sie sichern sich den Westen und den Süden und lassen den tieferen Teil Germaniens, die Germania Magna, fortan in Ruhe. Links des Limes entstehen Kultur und blühende Städte wie Köln, Trier und Mainz. Rechts Wälder, Moore und unzählige germanische Stämme. Namen wie die Narister oder die Angrivaria kennt heute keiner mehr. Ich habe immer wieder den Eindruck, dass die Menschen auf der einst anderen Seite des Limes den Römern heute noch dankbar sind,
dass sie ihnen ihre Kultur dorthin brachten, wo heute noch Städte blühen und eine ganz besondere Lebensart vorherrscht. Im 2. Jahrhundert setzt sich auch der römische Kalender mit seiner 7-Tage-Woche in Germanien durch. Dies Solis. Das Lateinisch Dies Solis, Tag der Sonne, ist der Sonntag. Der Donnerstag heißt nach Dona, dem Jupiter der Römer. Die germanische Göttin Freya, identisch mit der römischen Venus, gab dem Freitag seinen Namen. Dies Jovis, Dies Veneris. Ja, sie waren lernfähig, diese angeblichen Barbaren. Die Wochentage sind ein Teil des römisch-germanischen Erbes, das die Deutschen bis heute begleitet. Dies Solis. Römer und Germanen standen sich eben nicht immer nur als Feinde gegenüber. Besonders die grenznahen Germanen hatten keine Berührungsängste, sondern waren dem Fortschritt gegenüber empfänglich. Viele von ihnen bewunderten, was aus Rom kam. Die modernen Waffen, die schicken Helme. Aber gab es auch eine Germanisierung der Römer? Naja, das ist nicht so einfach. Die Germanen brachten die Römer zum Beispiel mit ihrem Bier in Berührung, das sie bei jeder Gelegenheit tranken. Den Römern schmeckte das germanische Gebräu allerdings nicht. Ihr Wein war ihnen lieber. Aber das beruhte auf Gegenseitigkeit. Die Germanen konnten mit Rebensaft wenig anfangen. So römisch-griechisch wie dieses Museum an der Spree, das erst im 19. Jahrhundert entstand, als man hier von einem preußischen Arkadien träumte, so römisch hätte vermutlich ganz Berlin ausgesehen, wenn die Römer bisher hier gekommen wären. Überhaupt wäre es ein anderes Germanien geworden, mit einer römischen Infrastruktur, mit Brücken, Straßen, Städten und Aquädukten. Eine andere Küche und andere Trinkgewohnheiten hätten die Menschen auch anders geprägt. Statt Eisbein wären vielleicht Flamingozungen zum höchsten der Gefühle geworden. Vermutlich hätte sich die spätrömische Dekadenz in Germanien ausgebreitet. Verweichlichte Stadtbewohner statt hartgesottene Kämpfer. Und heute würde irgendein römischer Imperator in Berlin die germanische Statthalterin Angela Merkel besuchen. Aber so kam es eben nicht, wie wir wissen. Und beide anscheinend so feindliche Welten existierten ziemlich lange nebeneinander. Und auf beiden Seiten wusste man davon zu profitieren. Wenn es ums Geschäft geht, wird der Limes plötzlich sehr durchlässig. Da kennen weder Germanen noch Römer Hemmungen. Auf den grenznahen Märkten wird alles feilgeboten, was man sich nur vorstellen kann. Die Germanen verkaufen den Römern Holz, frische Fische, Pilze, Tierhäute und Honig im Austausch gegen Vieh, das auf der römischen Seite gezüchtet wird. Römische Waffen gegen germanischen Schmuck und hölzerner Kämme. So ging das damals. Und vom Brotbacken verstehen die Nachfahren der Germanen auch heute noch mehr als die Italiener. Die Römer streckten gerne ihre Hand nach Produkten aus Germanien aus. Auch mit Wein von der Mosel wurde schwunghaft gehandelt. Das ist die Kopie des Grabmals eines römischen Weinhändlers, der die guten Tropfen mit solchen Schiffen erst rheinaufwärts und dann über die Alpen nach Rom transportierte und damit vermutlich sehr reich wurde. Und das hier ist ein berühmtes römisches Markttor, das heute im Pergamonmuseum in Berlin steht. Die Römer zelebrierten den Handel gern. Das hier ist nichts anderes als eine frühe Shopping Mall. Und Märkte gab es eben auch entlang des Limes in Germanien. Wenn sie Geschäfte machen konnten, waren die Römer immer schnell dabei. Das Römische Reich agierte wie ein ausgefuchstes Wirtschaftsunternehmen. Es pumpte seinen Überschuss an Waren in seine Provinzen und saugte alle Güter und Rohstoffe ab, nach denen man sich in der ewigen Stadt sehnte. Und dazu gehörten auch Menschen, nämlich germanische Sklaven und
die schönen blonden Haare der Faun hinter dem Limes. Echtes, kräftiges, blondes Germanenhaar wird zum Verkaufsschlager. Das coolste Mitbringsel für die Liebste, wenn römische Soldaten auf Heimaturlaub zurückgehen in die ewige Stadt. Und wer es sich leisten kann, kauft sich einen germanischen Sklaven oder eine Sklavin. Die sind besonders beliebt, weil sie als arbeitsam und genügsam gelten. Und im besten Fall eine nie versiegende Quelle für das Statussymbol Blondhaare. Damit genug vom mehr oder weniger idyllischen Zusammenleben von Römern und Germanen. Zeiten ändern sich. Gut 200 Jahre später werden die Hunnen, ein Mischmasch aus zentralasiatischen Reitervölkern, germanische Stämme wie die Ostgoten immer weiter in Richtung Westen vertreiben. Die Völkerwanderung beginnt. Erinnern Sie sich? In der Schule hätte man die vielen Karten mit den vielen Pfeilen am liebsten verbrannt. Aber schließlich war fast ganz Europa in Bewegung. Eine Kettenreaktion setzte ein. Die Goten wanderten bis nach Italien und Spanien, die Vandalen sogar bis Afrika. Und die germanischen Angeln und Sachsen sind schuld daran, dass heute in England angelsächsisch gesprochen wird. How many roads must a man walk down before you call him? Wenn man ehrlich ist, weiß man bis heute nicht genau, was diese Völkerwanderung eigentlich ausgelöst hat. Was ließ so viele Germanen aus ihren angestammten Gebieten nach Süden und Westen gehen? Naja, die Ferne lockte mit anderen Möglichkeiten, einem anderen Klima, mehr Frieden, besseren Ernten, ganz einfach mit einem besseren Leben. Und so wurden die Germanen in Europa zu den wichtigsten Eroberern und lösten damit sozusagen die Römer ab. Immer mehr Germanenstämme drangen ins Römische Reich ein und eroberten ganze Provinzen. Und das ging auch noch ganz schnell. Ist es nicht unglaublich, dass während der Lebenszeit einer einzigen Generation der gesamte westliche Teil des Römischen Reiches unterging? Eines Reiches, das über ein halbes Jahrtausend fast die gesamte damals bekannte Welt beherrscht hatte. Die Römer hatten es einfach nicht geschafft, die germanischen Stämme in ihr Weltreich zu integrieren und zu Verteidigern der römischen Welt zu machen. So wurden sie zu Zerstörern dieser Welt und ihrer Errungenschaften. 410 plünderte der Stamm der Westgoten sogar die ewige Stadt. Welche Schmach für die Römer! Ihr Reich ging jetzt unter. Und schuld waren die Germanen. Seit dem 1. Jahrhundert hatten die Römer ihre Herrschaft auch in Britannien etabliert. Dann, im 5. Jahrhundert, segelten die Angeln und die Sachsen gen England und dachten sich, so eine nette Privatinsel ist nicht das Schlechteste. Und, weil sie auch abgebrühte Kämpfer waren, hatte die angestammte Bevölkerung keine Chance. So prägten Germanen auch die angelsächsische Welt, zu der heute immerhin auch Nordamerika gehört. Eiserne Masken legen noch heute Zeugnis ab von den germanischen Eroberern auf der britischen Insel. Aber damit nicht genug. Der Stamm der Vandalen zog erst nach Spanien und dann sogar bis nach Afrika. Keineswegs immer so friedlich, wie es hier aussieht. Das Image der Vandalen kennt man ja. Sie machten ihrem Namen durchaus Ehre, als sie schließlich gar Rom verwüsteten. Von Afrika aus konnte man aber auch so wunderbar Italien drangsalieren. Es gab aber auch richtige Couch-Potatoes unter den Germanenstämmen. Kein Bock zu wandern. Es gibt diese Stämme alle heute noch. Die Bayern, Schwaben, Thüringer, Hessen und Friesen. Und aus den Restsachsen, die nicht nach Britannien gezogen waren, wurden die heutigen Niedersachsen. Diese lauffaulen Stämme waren es, die die deutsche Geschichte und Kultur am meisten geprägt haben.
Wenn man so durch Deutschland fährt, dann beginnt man tatsächlich dieses Land um die Vielfalt zu beneiden, die hier im Lauf der Jahrtausende entstanden ist. Die Bajuwaren, die heutigen Bayern, gründeten in ihrem schönen Land ein blühendes kleines Reich. Damit waren sie glücklich. Von anderen Stämmen wollten sie nicht viel wissen. Daran hat sich bis heute nicht viel geändert. Und das Feiern haben sie auch nicht verlernt. Das Oktoberfest ist heute die größte und berühmteste Party der Welt. Bei den Friesen blühte dank ihrer Küstenlage der Handel. Sie wurden zu Vorläufern der späteren Hanse. Unter den Germanen waren sie höchst geachtet und niemand hätte sich getraut, schlechte Witze über sie zu machen. In Thüringens Geschichte kam alles zusammen, was die Deutschen ausmacht. Erst Agrarland, dann im Kaiserreich Zentrum der industriellen Revolution. Und Luther, Goethe und Schiller haben hier gelebt, geliebt und gedichtet. Die Katten, die heutigen Hessen, verglich schon Tacitus gern mit den Römern. Wie die heutigen Banker in Frankfurt am Main hätten sie einen berechnenden Verstand, wüssten sich perfekt zu organisieren und zu verschanzen. Ach ja, und die Franken. Ihr Reich wuchs und wuchs, eine Erfolgsstory. Auch weil sie, obwohl sie Eroberer waren, das annahmen, was sie vorfanden. Sie waren besonders lernfähig. Und mit dem Frankenreich wuchs auch das Christentum. Als sich der Frankenkönig Chlodwig in Reims taufen lässt, schafft er damit die Grundlage für ein christliches Reich, das sich weiter ausdehnen und auch die Mitte Europas prägen wird. Chlodwig ging mit gutem Beispiel voran, aber auch 250 Jahre später gab es noch viele Heiden unter den Germanen. Die dachten gar nicht dran, sich taufen zu lassen. Verbrenne, was du angebetet hast. Für die Germanen waren Bäume als Symbole ungefähr so wichtig und so heilig wie für die Christen das Kreuz. Aber nicht irgendwelche Bäume verehrten sie. Eichen mussten es sein. Mächtige Eichen wie diese hier. Vielleicht gerade, weil sie so fest und standhaft waren, wie die Germanen sich selbst sahen. Die besonders bedeutende Eiche stand in einem Wald bei Geismar in Hessen und war dem Gewittergott Donar geweiht, der auch Thor genannt wurde. Auf einem Altar wurden diesem Gott Tieropfer gebracht. Besonders wichtig war es, die Zukunft vorauszusagen und den Willen der Götter zu ergründen. Dafür waren zufällige Vorzeichen wichtig, wie die Lage und Beschaffenheit des Herzens bei einem Tieropfer. Dieses magische Denken war tief in den Germanen verwurzelt. Aber dann kam einer, den man später Apostel der Deutschen nannte und der heilig gesprochen wurde, der Missionar Bonifatius, der die damals noch meist heidnischen Germanen zum christlichen Glauben bekehren wollte. Schluss mit dem faulen Zauber, sagte er. Wenn ich diese Eiche eigenhändig fälle, dann wird euer Gewittergott seinen Baum schützen und Blitz und Donner schicken. Und wenn er das nicht tut, dann ist er entweder ein ohnmächtiges Wesen oder es gibt ihn gar nicht. Dann könnt ihr getrost Christen werden. Bonifatius nennt die Donau-Eiche, die er unter dem Begleitschutz fränkischer Soldaten eigenhändig fällen will, ein Götzenbild. Und wer sie verehrt, der verstößt nach christlicher Lehre gegen die 10 Gebote. Bonifatius wird zu einer Art Chefmissionar, der endlich die heidnischen Umtriebe der barbarischen Germanen beenden soll. Kein Donnergott meldet sich, als die Eiche zu Boden geht. Bonifatius war nicht der Einzige. 50 Jahre später ließ der Frankenkönig Karl die Irminsul niederreißen. Einen heiligen Baumstamm. Der Frankenherrscher höchstpersönlich will die Überlegenheit des christlichen Gottes beweisen. Wieder kein Signal aus dem Heidenhimmel über Germanien.
Ich mach mich auf den Weg zu Karl, aus dem bald Karl der Große wurde. Er war ständig auf Tour durch sein riesiges Reich. Aber in Aachen war er besonders gern, weil es dort heiße Quellen gab, die seinem Rheuma gut taten. Auf den Ruinen einer römischen Therme ließ er auch eine stattliche Pfalz bauen und darin eine Kapelle, die für mich zum beeindruckendsten gehört, was es in Deutschland an Orten der Erinnerung gibt. Die Pfalzkapelle Karls war der erste Kuppelbau nördlich der Alpen nach der Antike. Und natürlich war er auch und vor allem ein Zentrum der Macht. Erst dieser fränkische Herr hier brachte die Macht der Franken auf ihren Höhepunkt und läutete für die Deutschen ein neues Zeitalter ein. Denn Karl der Große entschloss sich, Kaiser zu werden. Und das war dann wortwörtlich die Krönung einer schier unglaublichen Karriere als Herrscher. Karls Ziel war von Anfang an, alle Germanen in sein Reich zu holen. Alle Völker hat er sich schon untertan gemacht. Es blieben nur noch die aufmüpfigen Sachsen, die sich mit allen Mitteln wehrten. Schließlich erreichte Karl aber sein Ziel. Die Sachsen wurden in einem jahrzehntelangen Guerillakrieg besiegt und mussten den christlichen Glauben annehmen. Zum ersten Mal in der Geschichte waren alle germanischen Stämme, die später zum deutschen Volk zusammenwuchsen, in einem Reich vereint. Aber zu einem großen Herrscher gehört mehr als nur Kriege zu gewinnen und andere Herrscher zu unterwerfen. Karl sah sich nicht nur als Vater der Menschen im Frankenreich, sondern auch als Schutzherr aller Christen. Und in Aachen, in der Pfalzkapelle, steht auch heute noch der einfache Thron, auf dem Karl der Große und nach ihm noch viele Kaiser Platz nehmen sollten. Im Grunde genommen kopierten er und alle späteren deutschen Kaiser das Römische Reich. Allerdings mit einem entscheidenden Unterschied. Sie wollten Herrscher von Gottes Gnaden sein und ließen sich deshalb von Papst höchstpersönlich krönen. An Weihnachten im Jahr 800 wurde Karl vom Papst persönlich zum Kaiser gekrönt. Der allmächtige Gott sei mit dir, Karl. Man hat Karl den Großen den Vater Europas genannt. Immerhin entstand unter seiner Herrschaft erstmals in diesem Teil Europas ein echtes staatliches Gebilde. Ein Vielvölkerreich mit vielen Sprachen, geeint durch Gesetzgebung und christliche Religion. Das Fränkische Reich war der Anfang einer neuen Epoche in der Geschichte der Deutschen. Und wie der Reisekaiser ziehe auch ich weiter durch die Geschichte eines faszinierenden Landes und seiner Bewohner. Das alles ist Deutschland.